Willkommen zurück. Heute klären wir die Frage, wie lange solltest du an einer Frau dranbleiben? Also willkommen zurück zu dem Thema, wie lange solltest du an einer Frau dranbleiben? Das ist ein wichtiges Thema, weil die meisten Männer doch eher die Tendenz haben, zu lange an einer Frau dran zu bleiben. Deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, wie lange du optimalerweise dran bleibst. Das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Wir haben hier auf der einen Seite die Frau auf der Straße, die du gerade ansprichst. Auf der anderen Seite vielleicht eine Frau, mit der du schon in SMS-Kontakt bist. Auf der anderen Seite aber auch eine Frau, mit der du vielleicht schon einige Dates hattest und schon länger in Kontakt bist. Da muss man sich natürlich die verschiedenen Situationen angucken, die sich auch verschieden ausspielen. Nehmen wir mal an, du hast jetzt gerade erst eine Frau auf der Straße kennengelernt, bist mit ihr am Unterhalten auf der Straße und du merkst, es kommt nicht wirklich viel von ihr zurück. Und da stellt sich natürlich die Frage, ganz klar, hey, wie lange soll ich denn jetzt dranbleiben? Wie lange soll ich es probieren? Manche Leute fragen sich wirklich vielleicht irgendwann needy, nimmt vielleicht die Effektivität des Ganzen, was ich hier mache, irgendwann ab, wenn ich einfach zu lange dranbleibe. Und da habe ich eine relativ klare Meinung zu. Zum einen ist es natürlich etwas, was man individuell bei jedem Gespräch wieder neu bewerten muss. Also es gibt nicht diese Clear-Cut-Antwort im Sinne von so und lange, auf jeden Fall 30, 35,7 Sekunden. Nein, du musst es natürlich in jedem Gespräch wieder neu bewerten, weil es gibt solche und solche Gespräche. Aber ich würde tendenziell nicht ewig bleiben, wenn von der Frau nichts zurückkommt. Das heißt, wenn ich der Frau so ein paar Mal den Gesprächsball hinwerfe und ich merke, es kommt nichts zurück, dann beende ich das Gespräch auch normalerweise. Und da gibt es doch andere Meinungen zu. Es gibt Leute, die sagen dir, hey, guck mal, das ist alles nur ein Test und die Frau will rausfinden, ob du hartnäckig bist und dranbleibst. Und ja, manchmal gibt es so Situationen, dass wenn du dranbleibst, das Gespräch sich dann doch auf einmal positiv entwickelt. Meiner Erfahrung nach und der Erfahrung mit den Coaching-Teilnehmern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, passiert das allerdings nicht besonders häufig. Das ist wirklich eine Ausnahme. Und da ist einfach die Frage, wie effizient willst du mit deiner Zeit sein? Ne? Also ich kann natürlich eine Frau ansprechen und nach, sagen wir mal, einer Minute feststellen, dass einfach nicht viel zurückkommt, dass einfach nicht viel Interesse zurückkommt. Dann kann ich auch nochmal direkt nachfragen, hey, du wirkst nicht so interessiert. Dann kriege ich wahrscheinlich nochmal gutes Feedback von ihr, um mir einfach Zeit zu sparen. Oder ich sage halt wirklich, okay, ich bleibe jetzt hier 4-5 Minuten im Gespräch, stoße das immer wieder an. Und ja, es kann sein, dass das Gespräch dann läuft. Ich folge aber der Philosophie, wenn es jetzt in der ersten, sagen wir mal, Minute so überhaupt keinen Anklang findet, so überhaupt nichts von ihr zurückkommt und ich wirklich merke, sie stellt keine Gegenfragen, sie beantwortet Fragen kurz, sie ist mit der Aufmerksamkeit nicht wirklich bei mir, ihre Körpersprache sagt mir, dass sie nicht wirklich interessiert ist, sie ist vielleicht weggedreht oder auch mit den Armen verschränkt und ich habe generell das Gefühl, sie will einfach weiter, dann cutte ich das an der Stelle, lass sie weitergehen und lerne einfach die nächste Frau kennen, die dann mich besser findet oder generell besser auf mich anspricht und mit der ich dann auch einen ordentlichen Flirt haben kann. Ne? Weil ich mache das ja nicht nur, um, keine Ahnung, tolle Ergebnisse zu haben und mich geil zu fühlen, sondern ich mache das halt auch, um wirklich tolle Flirts zu haben, um Spaß zu haben. Es macht halt auch mir Spaß zu flirten und zu kommunizieren, aber es macht halt auch dann Spaß, wenn die andere Person so ein bisschen mitarbeitet, wenn die andere Person auch Bock drauf hat. Ich habe ja keinen Bock, gegen eine Wand zu reden. Ne? Und wie gesagt, man kann das machen und kommt eventuell ans Ziel, aber das muss man eben für sich selbst entscheiden. Ich mache das, wie gesagt, höchstens, sage ich mal, eine Minute lang mit und dann cutte ich das Ganze und investiere dort nicht weiter in die Frau. So, jetzt haben wir hier die andere Situation und zwar schreibst du mit der Frau und oder also ihr seid jetzt, ihr habt dich irgendwo kennengelernt und ihr schreibt, aber du merkst, es kommt jetzt nicht super viel von ihr zurück und es ist irgendwie schwierig, mit ihr ein Treffen auszumachen oder du machst mit ihr ein Treffen aus und sie sagt wieder ab und dann versuchst du es nochmal, aber es ist wieder so ein bisschen hin und her. Und das habe ich in den vergangenen Jahren unterschiedlich gehandhabt, in der weiteren Vergangenheit. Bin ich dann öfter, also habe ich es immer wieder versucht, hier Treffen vorschlagen, nicht geklappt, okay, Zeit vergehen lassen, Treffen vorschlagen, nicht geklappt, okay, Zeit vergehen lassen, kann man machen. Mittlerweile mache ich so, dass ich relativ klar kommuniziere, das heißt, wenn ich merke, irgendwie ist es so wischiwaschi von ihrer Seite aus, dann bin ich so, hey, pass auf, du hast mir gefallen auf der Straße, ich würde dich gerne zum, weiß nicht, Kaffee wieder treffen, einfach um zu gucken, wie wir viben, ob wir einen Vibe haben. Wenn du Bock drauf hast, cool, dann sag mir Bescheid, so, und da, gib mir halt einen Termin, wo du kannst. Wenn du keinen Bock drauf hast, ist es auch nicht schlimm, so, dann sag's mir einfach, dann sparen wir uns Zeit. Also ich habe mich wirklich so in diese Richtung entwickelt, dass ich sehr, sehr viel klar kommuniziere. Das mache ich, weil ich mich damit selber besser fühle. Dann muss ich mir nicht ständig Gedanken machen, muss mir nicht ständig irgendwelche Taktikgedanken machen von wegen, oh, wie viel Zeit ist jetzt vergangen, seit ich hier geschrieben habe, bla bla bla, ist jetzt schon eine Woche vergangen. Und verstehe mich nicht falsch, das ist auch eine Herangehensweise, nur es ist
Also mich nervt es einfach. Ich will nicht meine ganze Aufmerksamkeit da rein investieren. Ich will, dass es einfach so ein Lebensbereich ist, der mir entspannt laufen kann. Und wenn ich jetzt vollen Fokus habe auf den Lebensbereich Frauen, also wenn das mein Solo-Fokus ist, okay, dann ist es vielleicht was anderes, aber es soll einfach so ein Bereich sein von vielen, der gut läuft. Und das ist ja auch der Anspruch, den die meisten Männer haben. Und deswegen mache ich es dann einfach so, dass wenn jetzt zum Beispiel man mit der Frau nicht so richtig ein Treffen vereinbaren kann, dann sende ich normalerweise so eine Cut to the Point Nachricht wie die ich dir gerade gesagt habe, wo ich wirklich sage, pass auf, so und so ist es, was ist deine Meinung dazu? Gib mir eine klare Ansage. So, ich habe keinen Bock auf dieses Hin und Her. Und das mache ich halt so. Und sicherlich gehen da auch Frauen verloren. Sicherlich kann man auch, indem man dranbleibt, da bessere Erfolge erzielen. Nur ist halt die Frage, wenn ich jetzt erstmal, keine Ahnung, für 2 Wochen der Frau hinterherjage, die irgendwie nicht so richtig um die Ecke kommt mit einem Treffen oder mit der man nicht so richtig was ausmachen kann, ist halt die Frage, wie viele Frauen könnte ich in der Zeit kennenlernen, die deutlich interessierter sind, in dieser Zeit, wo ich diese einen Frau dahinterher jage. Und natürlich muss man dann auch gucken, ab einem gewissen Punkt, wenn du halt ständig dich wieder meldest, ständig das Ganze wieder anschiebst, aber von ihrer Seite kommt nichts, dann entwickelt sich da halt automatisch so ein blödes Gefälle im Sinne von du machst halt alles, sondern von ihr kommt gar nichts. Und das ist einfach eine Scheißdynamik von Anfang an, die nicht so richtig funktioniert. Ne? Von daher würde ich an der Stelle relativ schnell direkt werden. Und natürlich, manchmal habe ich auch so Momente, wo ich mir denke, so, ach, cool, jetzt hänge ich hier ein bisschen rum und hätte ich einen Bock, irgendwie ein Date zu haben oder mal wieder mit einer Frau zu schlafen oder was auch immer. So, und dann gucke ich halt auch mal durch mein Handy, wie das wahrscheinlich jeder Typ schon mal gemacht hat und schicke halt einfach irgendwelchen Girls, die ich mal irgendwann kennengelernt habe oder die ich vielleicht mal ein Treffen hatte, irgendwie so eine Nachricht zu, hey, Lust auf Treffen, bla bla bla, und versuche das halt zu reaktivieren. In meiner Erfahrung funktioniert Reaktivieren nicht so besonders gut. Man kann es halt machen, aber ja, ist nicht so super effektiv. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, die Sachen relativ schnell und klar auszusortieren und zu sortieren, könnte man auch sagen, damit ich dann nicht so viel Stress habe. Na, und gleiches gilt dann natürlich für die Situation Nummer 3, wenn ich dann eine Frau habe, die ich vielleicht schon ein paar Mal getroffen habe, aber mit der ich dann kein weiterführendes Treffen ausmachen kann. Gerade hier ist es mir wichtig zu klären, okay, was ist jetzt hier los? Weil was halt ganz schnell passiert, und das kennst du vielleicht auch, und ich kenne das von mir selber, was halt ganz schnell passiert ist, dass wenn man sich nicht drum kümmert oder das nicht klärt, dass man sich halt ständig, so geht es mir zumindest, dir vielleicht auch, Gedanken darüber macht, was ist denn jetzt los? Wieso? Das macht gar keinen Sinn. Wir haben uns getroffen, das war voll geil, jetzt kommt nichts von ihr. So, dann quatschst du mit deinen Freunden darüber oder schreibst mir Kommentare so, hey, was könnte das denn sein? Ist die Anziehung verloren gegangen? Bla bla bla. Und du denkst die ganze Zeit über diesen blöden Bullshit nach und bist darauf fokussiert. Und ja, keine Ahnung, es führt dazu nichts, weil du kannst natürlich x Theorien aufstellen und vielleicht ist sogar eine Ware dabei, aber es kostet dich halt, oder es kostet mich aus meiner Erfahrung unglaublich viel Energie und Kraft. Und jedes Mal, wenn ich unterwegs bin für mehrere Stunden und einfach in meinem Kopf bin und die ganze Zeit über eine Sache nachgrüble, dann habe ich gar keinen Spaß an den Sachen, die ich wirklich mache. Dann zieht mir das meine Energie, nicht körperlich gesehen, aber psychisch gesehen. Und das cutte ich halt so schnell, wie ich kann. Ich hatte mal so einen Fall. Das war eine ganz interessante Geschichte, wo ich eine gedatet habe, die einen Freund hatte so, und die hat mir echt gut gefallen. Wir haben viel geflirtet, wir haben uns schon gut verstanden und ich hatte das Gefühl so, okay, da könnte vielleicht was gehen, und dann war sie auch bei mir zum Kochen, la la, und wir haben auch waren auch irgendwie körperlich miteinander, nicht hier König rumgemacht oder so, aber wir waren körperlich miteinander, und ich dachte mir, okay, das läuft schon irgendwie, und dann aber doch wieder irgendwie nicht. Es war so ein ewiges Hin und Her so, und dann hatte ich halt 2 Möglichkeiten, ne? Weil ich mache halt eine klare Kommunikation oder ich lasse es halt erstmal so laufen und gucke mal, was passiert. Und dann habe ich aber gemerkt, nachdem sie dann weg war, am nächsten Tag, wo ich dann bei mir in der Wohnung alleine war, habe ich dann gemerkt, wie mich das ständig beschäftigt hat. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, okay, wie könnte ich es machen, was wäre am besten, wie ist wohl die Situation gerade, und das hat mich den gesamten Tag beschäftigt. Und dann war ich abends an dem Punkt, wo ich mir gesagt habe, Alter, keine Frau auf der Welt ist diesen Trouble wert, diesen gedanklichen Trouble, den ich mir da mache, ist natürlich mein eigener Trouble. Und habe ihr dann geschrieben, so, pass auf, das ist mein Eindruck hier und da, ich glaube, du willst mit deinem Freund gar nicht wirklich zusammen sein. So, ich sehe da eine Anziehung zwischen uns, was ist da los? So, sag mir mal deine Meinung dazu. Und dann hat sie mir halt geschrieben, so, nee, sorry, also ja, Anziehung ist da, aber ich bin halt voll committed zu meinem Freund. Und dann, das hat sich dann auch da an der Stelle, war es das dann auch. Nun, natürlich gibt es solche Sachen, wie, also du kennst es vielleicht, diese Boyfriend-Destroyer und so. Natürlich gibt es Taktiken, die dafür sorgen könnten, dass du sie am Ende bekommst. Und diese Taktiken können auch funktionieren. Verstehe mich nicht falsch. Nur, was es dann bedeutet, ist, dass du über einen unglaublich langen Zeitraum dich da
absolut krass intensiv mit beschäftigen musst und es wird dir immer im Kopf sein und du wirst immer über den nächsten Schritt nachdenken und wirst dich auf nichts anderes fokussieren können. Und dann ist halt wirklich die Frage, was auch immer du dir da von der Frau versprichst, was für eine Erfüllung du dir da von der Frau versprichst, die sie dir sowieso nicht geben kann, ist es das denn wert? Und die Antwort meiner Welt ist, nein, da suche ich mir lieber eine Frau, die verfügbar ist, denn die sind da draußen und da gibt es viele von, ich muss sie dann einfach nur ansprechen. Das kommt mir deutlich einfacher vor. Ich habe weniger Stress mit der sehr klaren Methode. Und deswegen, wenn ich eine Frau öfter schon gesehen habe und da passiert sowas, dann mache ich mir da nicht viele Gedanken rum, sondern dann mache ich eine klare Ansage oder gucke nach, was ist denn da los? Ne? Und meiner Erfahrung nach kommt das auch sehr gut bei den Frauen an. Das ist nicht der Grund, warum ich es mache. Ich mache es halt, damit es mir selbst nicht auf den Sack geht. Aber meiner Erfahrung nach kommt das auch sehr gut bei den Frauen an, die dann das Gefühl kriegen, hey, der take care of things, also der kümmert sich um Dinge, der hat auch keine Furcht, keine Scheu, da mal nachzuhaken, nachzufragen, beziehungsweise mit so einem, ja, Warm-Kalt-Verhalten komme ich bei ihm halt auch nicht durch. So, der sagt dann klar an, was Sache ist. Und das kommt bei vielen Frauen sehr gut an, gerade bei den älteren Frauen. Es sorgt einfach dafür, dass sich sozusagen die Spreu vom Weizen für dich trennt und du wirklich mit den Frauen Zeit verbringen kannst, die cool sind, mit denen es auch Spaß macht, Zeit zu verbringen, denn seien wir mal ehrlich, das sollte ja im Optimalfall das Ziel dieses Ganzen, was wir hier tun, sein, oder? Dass, wenn du mit der Frau unterwegs bist, du einfach eine geile Zeit mit ihr hast. Oder warum machen wir es denn dann sonst? Oder etwas lernst, dass sie dein Ego triggert und du etwas lernen kannst, du bewusster werden kannst, wacher werden kannst, etwas über dich und deine Persönlichkeit lernen kannst, dich weiterentwickeln kannst. Das ist doch der Grund, warum wir das hier machen. Es geht doch nicht darum, so viele Frauen wie möglich in dein Buch zu schreiben und zu sagen, guck mal, ich habe 90 Frauen klargemacht. Also das kann natürlich auch eine Zielsetzung sein. Manche Leute gehen da auch so ran, aber das bringt dir doch am Ende des Tages nichts. Das ist doch Quatsch. Das muss doch nicht sein. Und deswegen klare Kommunikation auf allen Ebenen. Jag den Frauen nicht ewig hinterher. Mach klare Ansagen. Schau zu, dass du klare Commitments kriegst, weil die Commitments, die du dann kriegst von den Frauen, also die Commitments, die Zusagen, sage ich jetzt mal, die du dann kriegst von den Frauen, die sind auch High-Quality-Zusagen. Das sind gute Zusagen. Und deswegen einfach klar kommunizieren, klaren Cut machen, klare Sprache, klare Kommunikation. Und dann hast du aber gar kein Problem mit Frauen. Dann ist die Frage, wann du eine Frau aufgeben sollst, auch gar nicht so schwierig. Denn das ergibt sich dann wirklich aus dem Kontext. Spannendes Thema. Ich merke, dass ich da noch viel mehr zu erzählen könnte. Ich will das Video aber an der Stelle hier nicht zu lang ziehen. Wir sprechen vielleicht in zukünftigen Videos nochmal über dieses Thema. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon hältst. Vielleicht hast du eine andere Herangehensweise, die hier dem einen oder anderen besser gefallen könnte. Wir sehen uns übermorgen wieder, wie du weißt. Hier links neben mir abonnierst du den Channel, wenn noch nicht geschehen, unbedingt machen, auch die Glocke aktivieren. Unter mir kannst du dich für einen der neuen Coaching-Plätze im nächsten Jahr bewerben, die sind jetzt frei. Und hier unten kommst du zu einem Video mit noch mehr Erfolg, Also ich habe in jedem Video mal einen Versprechfehler und weil das so authentisch ist, lasse ich ihn natürlich drin, mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.